Witwenrente berechnen in drei Schritten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe vor längerer Zeit mal ein Video gedreht zum Thema Witwenrente berechnen in drei Schritten. Und wir haben aufgrund dieses Videos sehr, sehr viele Anfragen bekommen, mit der Bitte, doch nochmal die einzelnen Schritte näher zu erläutern. Und dazu haben wir in einem ersten Folgevideo schon mal was zum Thema Sterbevierteljahr gesagt, wie sich das berechnet. Und heute möchte ich ganz einfach mal zu dem Thema Berechnung der Witwenrente entsprechend des Rentenartfaktors etwas sagen. Ausgangsfall war, dass wir einen Ehepartner hatten, der ist am 1. Januar 2020 verstorben und der hatte eine eigene Altersrente von 1.800 Euro. Und anhand bestimmter Parameter errechnen wir jetzt sozusagen erstmal grob die Witwenrente. Und das zeige ich Ihnen jetzt, wie das hier aussieht. Die große Witwenrente gibt es ja entweder mit 55% oder mit 60%. Ausgangspunkt sind wieder die 1.800 Euro Altersrente des Verstorbenen. Um eine große Witwenrente mit 55% zu bekommen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Unter anderem werden 55% berechnet, wenn die Ehe nach dem 31.12.2001 geschlossen worden ist oder der Ehepartner nach dem 31.12.2001 verstorben ist. In unserem Beispielsfall hat der Verstorbene 1.800 Euro, 55% davon ergibt eine Witwenrente von 990 Euro brutto monatlich. Nehmen wir an, dass die große Witwenrente mit 60% gezahlt wird, brauchen wir als Voraussetzung Folgendes. Erstens, der Ehepartner muss dem 01.01.2002 gestorben sein oder die Ehe vor dem 01.01.2002 geschlossen sein und mindestens ein Ehepartner muss vor dem 2. Januar 1962 geboren sein. Dann gibt es die Witwenrente grundsätzlich mit 60%, also mit dem Rentenartfaktor 60%. Also haben wir hier die Berechnung, 1.800 Euro mal 0,6 oder 60% ergibt 1.080 Euro monatlich brutto Witwenrente. Hinter dem Rentenartfaktor verbirgt sich nichts anderes als das sogenannte Sicherungsziel, was der Gesetzgeber mit dieser Art der Rente erreichen möchte. Also wir müssen uns immer im Klaren sein, dass die Witwenrente, dass die Hinterbliebenenrente eine sogenannte Unterhaltsersatzfunktion hat. Deshalb gibt es die Witwenrente eben nicht mit 100% durchgängig gezahlt, sondern eben nach neuer Rechtslage mit 55% oder dann halt eben in den Altfällen mit 60%. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.